Krise hin oder her. Wir gucken jetzt mal TCG, ne? Schauen wir mal, wie es wird. Folge Nummer 221 und ein Ronny, der im Netto eingeschlossen wird. Kann ja eigentlich nur gut werden hier. Let's see. Ladies and Gentlemen, willkommen bei Twitch Clips Germany, wo es heiß hergeht oder chaotisch. I don't know. 7 Jahre am Stream und sie hat einen Sub. Hey, ganz kurz nur. TCG Hallo. Sammelt gerade die Erlaubnis von jedem Streamer. Das ist nicht für mich, sondern für Google. Dabei spielt es keine Rolle, ob du schon seit Jahren gezeigt wurdest oder noch gar nicht. Mach einen Clip, in dem du sagst, ich, dein Name, gebe TCG die Erlaubnis, die Videoclips zu verwenden. Ja, fast. Besser Twitch Clips Germany aussprechen, sonst darf Trading Card Games deine Clips verwenden. Echt? Erstmal den Gronkh wegflamen, Alter. Jinja, gebe Twitch Clips Germany die Erlaubnis, meine Videoclips zu verwenden. Na, das ist doch mal fachmännisch. Und malei, Hallöchen, Hallöchen. Tatsächlich, ne, wenn ihr selber streamt und eure Streams sollen da gefeatured werden bei Clippy, YouTube macht die ganze Zeit Probleme wegen kann ich wirklich nicht reden, ne? YouTube macht die ganze Zeit Probleme wegen den Copyright-Sachen, wegen der Erlaubnis, ob die Sachen wirklich gezeigt werden dürfen, jada, 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 ne? Also wenn ihr wollt, dass eure Sachen da gepostet werden, dann schickt auf der Seite so einen Clip ein. Das habe ich damals schon ganz am Anfang gemacht, da hat Clippy mich schon angeschrieben. Bei YouTube ist ansonsten so, du darfst den Content gar nicht benutzen, du darfst jetzt hiermit keine Werbung schalten. Und Clippy ist so, aber ich habe doch die Erlaubnis. Und YouTube so, das glauben wir dir nicht. Ne, deswegen, ja, das ist der Grund, der Riesen. Nur noch auf twitchclipsgermany.de bei Verifizierung den Clip einschicken und fertig. Und mit etwas Glück bist du in der nächsten Folge dabei. Oder Pech, wie man es nimmt, ne? Mit etwas Pech bist du auch für den Rest deines Lebens bekannt als die von TCG, ne? So wie die arme Cutter. Ich weiß gar nicht, ob ich... Oh nein! War das dein Bus? Nein. Ich glaube, das war sein Bus. Das ist nicht euer Ernst. Ich hasse mein Leben. Das war der letzte Bus für diese Woche. Nein. Da musst du wohl schrampen. Ich meine, er hätte vielleicht sehr aufgeregt winken können, dann wäre der Bus vielleicht trotzdem angehalten. Aber wahrscheinlich hat er das gemacht, man hat es nur nicht gesehen. Oh, eine 3D-Katze. Was ist denn das für ein Spiel? Ach, Stray. Oh, Stray war so süß. Für diese Woche? Naja, ich weiß nicht, wo er war, aber wenn man irgendwo im Ausland in einem abgelegenen kleinen Dorf ist oder so, kann das wirklich sein, dass er erstmal ein paar Tage lang nichts mehr fährt, ne? Also, wahrscheinlich musst du dann den Daumen ausstrecken, wenn es stimmt. Das war in Hamburg. Ja gut, dann war es vielleicht nicht die Woche, ne? Aber kann durchaus sein, so. Guck doch nicht weg! Oh, wie eine echte Katze. Oh mein Gott! Wie eine echte Katze, lol. Und der Kerk, dankeschön dir für den dritten Monat. Dankeschön, dankeschön. Destruktionshammer. Was ist das? Was war's auch nichts Neues? Habe ich alles schon? Wie alles? Ah! Ich hab gerade die falsche Tüte gegriffen. Hast du gerade die Katze schmeckig gegessen? Ja. Oh. Ey, aber guck doch mal. Ja, bitte. Also so viel unterscheidet sich das nicht. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass... Oh, Heiler. Oh, scheiße, die ist schon wieder... gar keinen Bock, Alter. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Katzenleckerlis potenziell gar nicht so scheiße schmecken. Weil ich meine, so zum Beispiel so Hundefutter ist ja auch nur sowas wie Dosenfleisch eigentlich, ne? Also... Ich kann mir vorstellen, dass manche von diesen Tiersnacks gar nicht so kacke schmecken eigentlich. Oder? Hat das jemand schon mal probiert? Aber die haben anscheinend kacke geschmeckt, also I don't know. Ich bin so panisch aufgewacht, hab mich richtig geschämt und war so, oh Gott, wer hat die letzten Tage eigentlich deine Katzen gefüttert? Oh Gott, du bist so ein Katzenschänder, die haben gar nichts gegessen die letzten Tage. Ich hab mich richtig geschämt und dann ist mir eingefallen, nach so ein paar Minuten, wo ich mich richtig schlecht gefühlt habe, hä, du hast doch gar keine Katzen. Ja, true story, ne? Das war von vor ein paar Wochen, wo ich eine Woche in Köln war.
halt wirklich True Story, ne? Ich bin nicht schweißgebadet, aber ich bin panisch aufgewacht, weil ich einen Albtraum hatte, dass meine Katzen nicht versorgt sind. Ne, also wie man merkt, Commitment macht mir vielleicht ein bisschen Angst. Deswegen, also, ich überlege mir das noch mit der Katze, ne? Das macht mich schon fertig jetzt, wo sie noch imaginär ist. Wahrscheinlich, wenn ich wirklich mal vergesse, die Katze zu füttern, dann kann ich direkt Traumatherapie anfangen. Also noch eine. True Story. Ich habe das halt wirklich geträumt. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ich habe schon gesehen, wie die Leute auf Twitter mich canceln, weil ich ein Katzenschänder bin. Also wirklich no shit, ne? Gott, ey. Ja, in L.A. würde ich jetzt auch nicht hingehen. Das wäre merkwürdig. Aber nach Köln würde ich fahren. Auch kein Riesenrad. Aber ich lese gerade, ich bin immerhin nicht die Einzige, ja? Andere Leute hatten auch schon Träume, dass sie ihre imaginären Tiere vernachlässigen. Was würde Freud dazu sagen? Wahrscheinlich, dass man untervögelt ist, aber der sagt das ja bei allem, ne? Ja, in L.A. würde ich jetzt auch nicht hingehen. Das wäre merkwürdig. Aber nach Köln würde ich fahren. Auch kein Gronkh-Kopf. Riesenrad, bitte. Nein. Und es gibt auch keinen Gronkh-Copter, mit dem man eine Runde fliegen kann. Und ein Gronkh-Karussell? Gronkh-Porn! Nee. Popcorn-Porn. Ich dachte, so Gronkh. Excuse me. Ja, in einem Versprecher kann auch die Wahrheit sein, ne? Ja, was das Unterbewusstsein so will, ne? Ja, mhm. Gronkh-Porn. Popcorn-Porn. Ich dachte, das ist so Gronkh-Popcorn. Dubai. Nee. Ja, ich glaube auch, das ist Dubai. Aber Fun Fact, wir haben auch schon mal Dingens gespielt, GeoGuessr. Die Variante, wo man halt irgendwelche berühmten Orte erkennen muss. Und da bin ich auch beim Alex gelandet, aber halt vom Fernsehturm weggedreht. Hab halt nur so einen roten Doppelstockbus gesehen und war so, ah, Doppelstockbus, ist das London? Dreh die Kamera und es ist halt direkt vom Fernsehturm am Alex so. Aber zu meiner Verteidigung, ich kannte den Alex halt auch nur mit Baustelle, ja, und die war da auf Google nicht drauf. Also, der wahre Berliner erkennt Berlin an den Baustellen, okay? Das ist Paris, seht ihr den Eiffelturm nicht? Ja. Dubai! Nee, ich nehm's zurück. Das sieht zwar arm aus für Dubai, das ist irgendeine Stadt, die keiner kennt. Das war ein Touribus, ja, es war so ein Doppelstock-Touribus. Und deswegen dachte ich halt an London, war so meine erste Vermutung. Aber ich habe ja auch schon gedroppt, dass ich in Geografie echt ziemlich schlecht bin. Und es steht ja immer noch zur Auswahl, mal Flaggenraten zu machen, damit ich mich so richtig blamieren kann, ne? Weil, boy, oh boy. Die einzigen Flaggen, die ich halbwegs erkenne inzwischen, sind, glaube ich, von den Nationen, die bei den Kletterwettbewerben mitmachen. Weil ich guck mir immer die Boulder-Wettbewerbe an. Ich glaube, daher kenne ich inzwischen so ein paar mehr Flaggen. Aber so in der Schule, Alter, da ist nichts hängen geblieben, ne? Gar nichts. Nichts erkenne ich. Einen Scheiß erkenne ich. Bin froh, wenn ich Deutschland und Belgien auseinanderhalten kann. Wirklich, ich übertreibe nicht. Ich bin echt schlecht in sowas, man. So stumpfes Auswendiglernen. I don't know. Ist nicht mein Ding. Und der Ecto, danke, steht für den 28. Monat. Dankeschön. Hm? Oh, mein Kuchen ist fertig. Ich muss den mal kurz aus dem Ofen. Überlebst du Niederlande und Luxemburg? Ich wüsste nicht mal, wie eine von den beiden Flaggen aussieht. Weiß ich, wie die Niederlande aussehen? Nee, ich habe keinen blassen Schimmer. Ey, wir müssen mal Flaggenraten machen. Ich weiß nicht, war eigentlich für den Sellout-Stream geplant. Ich weiß nicht, ob wir noch Sellout-Stream machen. Keine Ahnung, ich überlege mir das spontan, wie Laune so ist die nächsten Wochen. Aber ey, müssen wir eigentlich mal machen, ne? Es wird wirklich schlimm. Wir müssen das mit jemandem machen, der genauso scheiße ist. Meint ihr, Katha ist gut in Geografie? Ah, ich überlege mir das mal. Ja.
Aber jetzt dürft ihr mir ja nicht die ganzen Flaggen verraten. Jetzt weiß ich das ja bis, also dann weiß ich das ja bis zum Flaggenraten. Das sind ja schwierig, Leute. Pedda ist auch schlecht da drin. Nee, ist glaube ich nicht. Nee, glaube, der kann gar nicht so schlecht sein im Flaggenraten, weil der ist doch Loki so ein Spießer. Der hat bestimmt immer ganz vorn gesessen in der Schule. Wetten? Nee, der kann nicht schlechter sein als ich. Also das zweifle ich an. Wirklich? Okay, kann ich doch nicht das Meme. Na gut. Mein Niederländische ist wie die russische. Also warte, irgendwas mit Blau und Weiß und irgendwas noch, ne? Oh Gott, es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Schwarz. In dem... Alter, der Elch ist ausgerutscht. Wo ist ein Elch? Ach, der ist hingeflogen. Ey, Red Dead Redemption, so ein gutes Spiel, ne? Das Jagen in Red Dead hat so Spaß gemacht. Eigentlich müsste man das nochmal durchspielen. Man müsste eigentlich sagen, fuck you Starfield, stattdessen verwende ich die Zeit und spiele Red Dead nochmal durch, weil das war so ein gutes Game, ey. Ich hatte so Spaß daran, die ganzen Tiere zu jagen und so. Blau, weiß, rot? Guck mal, ich wusste 2 von 3 Farben. In dem... Allein, wie krass das Tierverhalten da programmiert war und so bei Red Dead Redemption. Wirklich, was ein geiles Game. Gibt's eine Remaster-Variante für die PS5? Nee, ne? Wenn mal irgendwann ein Remaster rauskommen sollte von Red Dead Redemption, dann hätte ich da richtig Bock drauf, muss ich sagen. Weil das habe ich damals nicht zu Ende gespielt bekommen. War schon ein geiles Game. Alter, der Elch ist ausgerutscht! Weil allein sowas, dass Tiere sich auf dem Eis hinlegen können und so, ne? Was ist das für eine... Was ist das für eine Liebe zum Detail einfach? Das könnte Bethesda nicht. Bei Bethesda würden die Tiere einfach weiterlaufen, als hätte sich nichts verändert am Boden, weißt du? Ich sag ja nur, das ist Liebe zum Detail, weißt du? Das macht ein Spiel lebendig. Sorry, Todd. Oh mein Gott, ich werde niemals von Bethesda gesponsert. Aber das ist okay, das ist in Ordnung. Das ist okay. Und Todi, hallöchen. Und Buddha, danke schön für den 62. Dankeschön. Ja, ganz cool. Ich chill hier nur meine Hunde. Hoffentlich guckt keiner. Oh. Krank? Ja, das ist keine Katze, das gilt nicht. Das ist keine Katze, das gilt nicht. Nichts für ungut. Wo man vom Teufel spricht, ne? Buddha, danke schön für den 62. Monat. Dankeschön. Ist Jenyan in 60 Jahren? Shen. Ich dachte jetzt eher mit der Haarfarbe, das soll Mauki sein in 60 Jahren, aber ich will jetzt auch nicht zu viel rumflamen, weil auch vor Mauki habe ich große Angst. Also mache ich mal lieber schnell weiter. Schatz feiert. Hä? Wenn sie in 60 Jahren wirklich so gut aussieht, dann Hut ab. Oh ja. Es gibt so einen Old-Age-Filter auf TikTok, der dich älter aussehen lässt. Und die Leute haben das halt an so Celebrities versucht und also es wurde extensiv getestet, ob der Filter realistisch ist. Und die meisten sagen, der ist realistisch, der Filter. Alter, wenn ich diesen Filter benutze, ne? Wenn ich diesen Filter benutze, wenn ich wirklich mal so aussehen sollte, weiß nicht, wie kann ich euch das denn zeigen? Lade ich einfach einen TikTok hoch oder so? Ach. Was haben wir denn hier so? Das sieht so schlimm aus, ne? Ah, oh Gott. Ich sehe aus wie die Hexe aus dem Sumpf. Also wenn dieser Filter wirklich realistisch ist, dann weiß ich nicht, dann muss ich mich irgendwie mit Ende 30 erschießen oder in den Sumpf ziehen,
wo ich den Kindern dann ihre Süßigkeiten klaue. Ich lade das hoch, dann können wir uns das angucken. ich kann es ja danach wieder löschen, ist ja scheißegal, ist ja nur Bullshit. Es sieht so schlimm aus, ne? Es sieht so schlimm aus. Wenn dieser Filter akkurat ist, ich mache heute noch einen Botox-Termin. Ich mache heute noch einen Termin für Botox. Es sieht so schrecklich aus. Oh Gott, TikTok ist so anstrengend, wenn man nicht auf mobil ist. Halt doch mal deine Fresse. Da. Da. Ich sehe so schlimm. Schlepperfreund, danke schön dir für den 18. Monat. Seid ihr bereit? Wollt ihr wissen, wie ich denn in 30 Jahren als Hexe aus dem Sumpf aussehe? Ich sehe aus wie der neue Hauptcharakter von Hereditary oder so. Wie die Sumpfhexe, die kleine Kinder frisst oder so sehe ich aus. Ich sollte weniger rauchen, ich sollte mehr rauchen, damit ich früh sterbe, ehe ich so aussehe. Ich glaube, ich mache einen Screenshot und mache das als mein neues Profilbild, oder? Ja, also ich weiß nicht, die Leute sagen, dass der realistisch ist, der Filter. Und wenn das so ist, muss ich mich leider erschießen. Ja, ihr könnt ja mal checken, wie ihr so aussieht mit dem Filter. Ich lösche das direkt wieder, weil ist halt voll der Quality-Content hier, ne? Aber ja, I need to buy a gun. Ja, so viel dazu. Jetzt geht's weiter mit den Clips. Aber ja, so viel dazu. Ich nehme jetzt nochmal richtig Anlauf hier und dann gehe ich aber rein. Yeah. Ja, da war er drin auf jeden Fall. Not bad, Linda. Not bad. Was zur Hölle geht da ab? Was hören meine Ohren? Oh Gott. Was ist das überhaupt, was er da spielt? Eine Katsu? Okay, ich habe dieses Instrument noch nie gesehen vorher. Es ist interessant, mein musikalischer Horizont wurde heute schon erweitert. Okay. Oh mein Gott, jetzt liegt die alte Marty auf irgendwelchen chinesischen Servern. TikTok klaut unsere wichtigen Daten, die wichtigen Daten in Frage. Die wichtigen Daten in Frage, ne? So, Sons of the Forest wird gespielt. Aber was ist das? Ist das nicht nur für Tiere? Also... Yep. auch hier ethisch korrektes Jagen, ne? Wie in Ray of the Hunter. Mein Gott, die Animationen von Phasmophobia machen mich fertig. Oder warten wir, bis einer stirbt. Oh, das ging aber schnell, krass. Das ist so scheiß unlustig. Warte mal, ich könnte Reboot Computer drücken. Haben die sich wirklich das Recht rausgenommen, einen Button in ihr Spiel zu installieren, dass mein Rechner neu starten würde, Chat? Wir testen das jetzt. Dürfen wir es überhaupt? Don't leave me, ich werde da jetzt draufklicken. Darf ein Spiel überhaupt Zugriff auf deine grundlegenden PC-Funktionen haben? Darf ein Spiel das überhaupt? Ich dachte mal nicht. In 30 Jahren, wenn die Chinesen die Macht übernommen haben, haben sie schon Fahndungsfotos von der Rebellen Marty. Ja, Mann, dieses Video wird mir zum Verhängnis, ich glaube auch. Echt? Krass. Vanguard schiebt sich auf die US-Ebene. Das ist aber ganz schön krass, oder? Was die denn theoretisch mit deinem Rechner anstellen könnten. Wusste ich gar nicht, dass es Spiele gibt, die das können. Oh, scheiße. Sie werden in Kürze abgemeldet! Alter.
krass. Wusste ich halt aber, wie gesagt, auch noch nicht. Ist Loki ein bisschen gruselig. Ich meine, es ergibt Sinn, wenn es Anti-Cheat-Software ist, aber weiß ich nicht. Ich meine, sind nicht trotzdem voll viele Cheater in Valorant? Ist das denn nicht voll für die Katze? Also scheint ja auch nicht so gut zu funktionieren, oder? Also, naja, gut, ich spiele kein Valorant, da kann mir das eigentlich egal sein, aber wusste ich halt auch noch nicht, dass das geht. Ja. Die AGB lesen. Ja, genau! Die AGB lesen. Ja, lies die AGB. Die 80 Seiten bei jeder Installation. Ja, genau. Und hab noch ein Jurabuch daneben, damit du nachschlagen kannst, was jedes Wort bedeutet. Ne? Frag vielleicht noch deinen Anwalt, um ganz sicher zu sein. Ne? Und so musst du in jedes Spiel, was du installierst, nur einen halben Tag Arbeit stecken. Ja, es ist total realitätsnah, der Tipp, auf jeden Fall. Ja. Ist total gut umsetzbar in der Realität, in der wir leben, wo alles nur 100 Seiten AGB hat, die kein Schwein versteht. Ja, makes sense. So, Project Zomboid, geiles Spiel. Packaging kommt runter, Plastic Packaging, da haben wir noch zwei Sachen. Nein! Oh Gott! Ich hab dich aufgepasst! Oh, das tut weh. Wir sind verbrannt! Oh, das tut weh. Chat. Project Zomboid hat Permadeath. Er hatte einfach stundenlang gespielt und dann ist er gestorben, weil er kurz nicht hingeschaut hat. Oh, das tut weh. Das als Fellow Project Zomboid-Spieler, das tut weh. Ich würde einen Cheat installieren, bin ganz ehrlich. Bin ganz ehrlich, ich wäre ehrenlos. Bin ganz ehrlich. Oh, das ist scheiße. Deswegen spiele ich Project Zomboid ungern on stream, ne? Weil wenn sowas passiert, ist echt frustrierend, Mann. Tut wirklich weh. Wir sind verbrannt! Chat. Clippy hat gestern... Hätte er nicht sowieso eine coole Monoxidvergiftung bekommen? Ich glaube, da ist Project Zomboid tatsächlich gar nicht so realistisch, oder? Stirbt man daran, Project Zomboid? Ich weiß nur, wenn du den Generator innen drin anschließt, dann stirbst du daran. Aber ich glaube, bei Feuer gibt es keine Kohlenmonoxidvergiftung, oder? Und Herr vom Dill, Dankeschön, herzlich willkommen, Hallöchen, Hallöchen und Dankeschön, Ente, für den 34. Monat, Dankeschön, Dankeschön. Ja, Project Zomboid habe ich ja auf dem kleinen YouTube-Let's Play-Kanal, ist gerade ein bisschen pausiert, aber es juckt mir in letzter Zeit in den Fingern, da auch nochmal ein bisschen weiterzuspielen, muss ich sagen. So ein kleines Just-for-Fun-Projekt. Und wenn bei Project Zomboid das nächste große Update rauskommt, mit den NPCs und so, da werde ich auch nochmal im Stream spielen, aber es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Verbrannt! Chat. Clippy hat gestern eure Clips durchgeschaut von mir, ne? Ich bin von euch enttäuscht. A, ihr klippt zu wenig und B, ihr schickt nur die dümmste Scheiße an Clippy. Also wirklich, ich glaube, 4 oder 5 Personen haben fucking Clippy out of context geschickt, wo ich einfach nur und so eine Scheiße gemacht habe, weil ich mich auf Kaffee ver... Es wäre halt richtig schön, wenn Clippy das jetzt out of context reingeschnitten hätte, ne? Das wäre halt richtig böse gewesen. Verschüttet habe, ihr Vollidioten. Ich habe gerade Kaffee auf mich verschüttet, ich war zu schnell. Ah, meine Brust ist heiß. Aua. Aua, heiß, 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 aua. Oh, ich bin ganz feucht. Guck mal, da seht ihr mal, wie nett Clippy ist, ne? Hätte Kontext auch weglassen können, ne? Denn also, ne? Ich sag ja nur, ne? Keine Straße hier. Stunden später, aber wir haben's. Meine Herren. No Runner. Was ist da los? Das ist so ein Simulationsspiel wahrscheinlich, ne? Wo man irgendwie von A nach B nur Sachen fährt. Was verstehe ich ja nicht, ne? Mein Gott, Frau Beckmann. Wie konnte das denn jetzt passieren? Oh Gott, dafür habe ich gerade nicht die. Das ist, oh Gott, das ist. Oh. Ey, ich sitze hier gerade so, ne, voll der Downer und so. Und dann wird mir so ein Beat reingeballert und ich denke mir nur so, oh. Also, kennt ihr das, wenn euch so Energie entzogen wird durch den Screen und ihr euch nur so denkt so, oh. Hey, Party, wup, wup. Voll die Party-Stimmung gerade. Techno, nenn das gefälligst nicht Techno.
Da hört es jetzt aber auf hier. Was für Helden. Na, ich sag ja nicht, dass es scheiße ist, aber wenn man halt gerade so überhaupt nicht in Partystimmung, also kennt ihr das? Ihr seid gerade total müde und total irgendwie down, ihr braucht so ein bisschen Ruhe und dann kommt, sagen wir zum Beispiel, euer Mitbewohner rein und der ist super extrovertiert und labert euch die ganze Zeit zu mit so einer Pace, so und ihr sitzt da und wollt halt einfach nur eure Ruhe haben in dem Moment gerade und das passt so gar nicht zur Situation. Aber ihr werdet halt von außen so richtig hart angegangen, so. Versteht er das? Wenn da gerade so gar nicht die Stimmung ist für so, you know, gibt ja für alles irgendwie so Ort und Zeit so. Das war gerade so das Feeling, so. Man wurde so mit Partylaune angeschrien, so. Alter, ich hab keine Ahnung von der Map. Was für Heaven. Also Ablenkungsmanöver. Leute, die haben hier komplett zugemacht. Ronny ist doch noch auf Klo. No way. Ja, wirklich, ohne Scheiß. Die haben komplett dicht gemacht. Oh mein Gott, ist das geil. Die Dame ist noch da. Warte, ich fahr mit Lastenrad hinterher. Ich fahr hinterher. Moment. Wie geil. Turbo, das Lastenrad. Moment. Aber wie lange saßen der auf dem Pott, dass die ihn eingeschlossen haben? Also, ich hab das schon vorher mitbekommen, dass Ronny da irgendwie im Supermarkt eingeschlossen wurde. Aber wie lange saßen der auf dem Pott, dass der eingeschlossen wurde? Hä? Kann sowas durch Zufall passieren? Hä? Ronny, wir holen dich da raus! Wo ist Ronny? Nein, er ist da! Okay, warte, ich fahr schnell den Dings hinterher. Hä, wie geil ist Scheiße. Das denn? Wir haben Ronny Scheiße! Excuse moi! Zitat, weil ich zu lange auf Klo war. Deutscher Streamer wird... Das kam ja sogar als Zeitungsartikel und so, ne? Holy shit, einfach. Gar nicht mal so lang, das war genau um 10, als sie zugemacht haben. Da hatte wahrscheinlich die Angestellte hatte halt gar keinen Bock mehr, ne? Und hatte richtig Bock auf Feierabend, so. Schön, Alter, schön. Ich bin in dänischer Netto-Filiale eingesperrt, wenn das Bild von Ronny. Sag mal das Bild von Ronny. Der Streamer Ronny Berger wohne in Dänemark in einer Netto-Filiale eingeschlossen. Zeig nochmal bitte. Copyright aber Ronny Berger. Also über sowas berichten dann die Online-Portale? Also nichts für ungut, über sowas berichten Online-Portale heutzutage? Da merkst du ja schon, dass die tief gesunken sind, oder? Haben die denn sonst nichts zu berichten? So wichtige Dinge irgendwie? I don't know. Hä? So, aber richtiger Slow News Day, oder? Haben die sonst nichts zu schreiben, Alter? Main. One is one side, man. Bomb. Ja, sieht das auch aus, wenn ich Counter-Strike spiele, ja. Ja. Junge, was hast du für Geräte? Ich weiß nicht. Oh, was ist. Oh. Moment, ich muss kurz was nachgucken. Auf und hat nach 5 Minuten auch gesagt, boah. So. Die Freuds reacten auf die von TCG. Machen wir mal. Kommen wir gesellen mal zu Katha. Hallo Katha, wie geht's dir? So, was war die jetzt hier? Boah, krass. Der macht ja alles laut. Internet in Deutschland mal wieder sehr gut. Ja. Und ich guck ihn auch, dass mich angeguckt hat, als wäre ich komplett retard. Netzausbau läuft, ja. Guck mal kurz. So, guck mal, jetzt gehe ich extra wieder hier auf die komplett andere Seite vom Bildschirm, ne? Das ist schon Cardio, ist das schon hier? So, okay. Das ist doch was, oder? Junge, wenn du mit der Handyhülle rausgehst, dann wirst du aber auch Opfer von einem Hate-Crime, ne? Also ich meinte ja schon, die Gronkh-Community ist halt total cool und so, ne? Aber die verstehen halt auch keinen Spaß. Die verstehen halt auch keinen Spaß. Da waren sogar ein, zwei dabei, die sind mich wegen diesem offensichtlich ironischen Katzenclip angegangen, so. Also die sind halt auch gemeingefährlich, die Gronkh-Community, ne? Die beschützen ihren Papi aber hier auf, ne? Auf jeden Preis, so. Und ich glaube, wenn du damit rausgehst, so, dann
Ich glaube, dann wirst du echt Opfer von einem Hate Crime, ne? Heilige Scheiße. Aber dass sowas verkauft wird, Alter, the fuck einfach. Oh Mann. Das ist eine geile Handyhülle. Also, da kann man auch mal zuschlagen. Habe ich gerade auf Amazon gefunden. Ein Muss für jeden Hater. Aber da sieht man doch mal. Also, regionale Zeitungsportale berichten darüber, dass Ronny eingesperrt wird. Irgendwelche Dropshipper verkaufen I Hate Gronk Handyhüllen. Da sieht man doch mal, was für krasse Wellen einfach Twitch und YouTube heutzutage schlagen. Also, das wusste man ja schon vorher, aber so die Zeiten, wo das eine Nische war, sind halt so krass vorbei. Das ist halt so Mainstream. So, ich müsste mal wieder nachgoogeln, was denn so die Einschaltquoten sind im Vergleich zu zum Beispiel so deutschem Fernsehen und so. Das ist halt einfach krass. Dass halt einfach wirklich jeder inzwischen davon weiß, dass das so ein Ding geworden ist. Wo ich vor 6 Jahren angefangen habe, da war es noch nicht so. Da wusste noch kein Schwanz, was Twitch ist so, weißt du, außerhalb der Gaming-Szene. Das ist krass. Also das ist eine krasse Entwicklung. Ich bin echt gespannt, wie das noch weitergeht. Ob das noch weiter nach oben geht oder ob sich das irgendwann so ein bisschen so, ne, so, oder kann ja auch sein. Aber ja, das ist schon krass. Ich frage mich, welche Suchmaschine, also das wird ja irgend so ein komischer chinesischer Dropshipping-Laden sein, der das irgendwie random generiert hat, weil das halt irgendwie in irgendwelchen Google-Anfragen war, weißt du? Ich würde mich schon mal fragen, wie die da drauf gekommen sind. So, das ist bestimmt eine witzige Geschichte. Und Jerry Key, danke schön für den 35. Monat. Dankeschön. Twitch ist noch eine Nische. Absolut nicht. Twitch ist keine Nische mehr. Ungefähr jeder Mensch, den ich treffe heutzutage, wenn es keine 80-jährige Beate ist, jeder kennt Twitch. Jeder kennt Twitch heutzutage. Vielleicht so 60 Jahre alte Günthers nicht, okay. Aber jeder Mensch, so der noch kein Rentner ist, einfach jeder kennt Twitch. Das ist richtig krass. Richtig krass. War vor 6 Jahren war es noch nicht so. Ein Hater. Dieses React-Overlay habe ich so schon mal in der Richtung. Das war auf Amazon. Leute. Leute, auf Amazon sind doch trotzdem verschiedene Händler. Auf Amazon sind doch auch 1000 Dropshipper. Nicht alles, was auf Amazon ist, wird doch von Amazon selber verkauft, meine lieben Bienchen. Meine lieben Bienchen. Ein Muss für jeden Hater. Hallo. Dieses React-Overlay habe ich so schon mal in der Richtung irgendwo gesehen. Oh, hat da etwa jemand von Onkel Gronk abgekupfert, ja? Mhm. Fällt mir gerade so ein bisschen auf. Ja, es sieht schon ganz nice aus, also finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe es von ihm kopiert. Wahrscheinlich habe ich es von ihm kopiert. Wahrscheinlich ist das so. Boah. Ganz rum. Stell dir vor, du wirst von Gronk einfach outgecallt, dass du sein Overlay abgekupfert hast. Uiuiuiuiuiui. Da würde ich mich schon ein bisschen schlecht fühlen, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, grundlos darf er ja, ne? Spricht da nichts gegen, aber hat er wahrscheinlich nicht erwartet. Hat er wahrscheinlich nicht erwartet, dass dem Herrn Gregor Onk das auffällt. Unangenehm. Naja. Es wird. Ja, oh, Massage ist super. Diese Vorstellung, wie Jeff Bezos höchstpersönlich zu Hause sitzt und sich denkt, diesen Gronk kann ich gar nicht leiden, da mache ich jetzt eine Handyhülle, um den eins reinzuwischen. Ja, vielleicht, ne? Jeff höchstpersönlich ist nochmal zurückgekommen zu Amazon und hat diese Hülle erstellt, ja. Vielleicht war es ja so. Wer weiß? Ganz rum. Es wird. Ja, oh, Massage ist super. Massage. Ja. Ja. Der Stream ist auch das einfach war immer das so ein Schlimmste. Einziger was Fiegertraum, ich, ne? War, kennst du, wenn du das erst erwartest, so was Gutes und dann kommt sowas von hinten? Was ist denn das für ein Ding? Jetzt mal, also jetzt, aua, hau mir doch noch ein Mikro vor die Zähne, alles ausgeschlagen, ist alles vorbei, gleiche Szene raus, ja! Vorschläge. London. Oh mein Gott! Er hat gerade einfach Kaffee auf uns verschüttet. Aber wie die Katze einfach sitzen bleibt, so, oh, egal, bin ich gewohnt. Katze ist das gar nicht aufgefallen. Geil, oder? Fell ist flüssigkeitsabweisend, ist gar nicht durchgekommen. Schön. So. Es geht los. Der finale Part dieses Spiels. Was ist das für ein Spiel? Was spielen die Leute für Spiele? Was ist, wo, wo?
Aus welcher 90er-Jahre-Videothek haben sie das denn ausgekramt? Das ist ja der Wahnsinn, ey. Der Wahnsinn. So. Es geht los, es geht los. Der finale Part dieses Spiels. Guck mal, allein schon bei dem Soundtrack, ne, wenn du das irgendwie 10 Minuten am Stück hörst, da ist doch dein Gehirn komplett gefried einfach. Ich weiß gar nicht, wie wir das damals überlebt haben mit unseren 8-Bit-Geräten. Also wenn ich mir das heute nochmal antun müsste, so diese alten Jump'n'Runs, boah. Oh. Es geht los, es geht los. Der finale Part dieses Spiels. Ich krieg schon Aggression, wenn ich das nur kurz höre, diesen Soundtrack. Meine Fresse. Okay, gibt's hier noch irgendeine Falle? Irgendwas, was mich töten möchte. Alt-F42, gibt's da jetzt schon eine andere Variante? Nee, ist immer noch Alt-F4, ne? Okay. Also gut gemacht. Ah. Selfie-Senpai hat mich cute genannt. Dankeschön, Selfie-Senpai. Ich hab das Gefühl, die niest genauso wie ich. Für die Leute, die wissen, wie ich niese. Ich hab das Gefühl, die klingt genauso wie ich, wenn sie niest. Du bist doch gar nicht so alt, Marty. 8-Bit kennst du doch gar nicht. Warte, ich hole mal kurz dieses TikTok raus. Nee, das habe ich ja schon wieder gelöscht, aber ich demonstriere, ne? Wo ist der Dude hin? Das ist halt so ein richtig hinterfotziger Assi-Jumpscare, ne? Weil da erschreckst du dich halt einfach körperlich, weil es laut ist. Das ist immer, weil das ist billig. Ich mag nicht, wenn Horrorspiele das machen. Alter. Ich bin ein Horrorspiel-Konnoisseur. Bei mir kommen nur die psychologisch tiefsinnigen Jumpscares, nur die kommen in die Tüte, ne? Hm. Hashtag abgehoben. Jesus, Digga. Jesus. Los, werden. Der zweite war gut. Ich wollte aufs Pferd steigen. Oh Mann. Ja, jetzt musste ich wohl durch die Stadt prügeln. Du hast keine andere Wahl mehr. Was ist denn los? Ja, man, Red Dead, gutes Spiel, müssen wir auch nochmal zocken. Trag ich ja. So, der Tampon, da habe ich auch Tampon gelesen bei der letzten Folge. Ich war nicht die Einzige. Anscheinend ging es noch mehr Leuten so. So, ich habe gehustet, aber Dankeschön trotzdem. Tampignon! Tampignon! Kata, Hallöchen, Hallöchen, herzlich willkommen. Dankeschön, Dankeschön. Kata, ich habe gesehen, du hast so ein, ich glaube, das war so ein Kopf, den du gebastelt hast heute, oder? Was war das? Kata hat irgendwas gebastelt heute. Das sah aus wie so eine Kartoffel mit Augen. Die Füchse sind da. Liebe Bienen, macht ein bisschen Platz, die Füchse sind da. Ihr müsst vielleicht die Füchse ein bisschen reinquetschen in die Wabe, aber das passt schon. Ein Cursed, das war ein Totoro, war das. Ein Totoro? Ein Totoro? Ich dachte, das wäre ein Schädel, dachte ich. Aber ich habe auch nur am Anfang gesehen, wo du noch nicht so weit warst. Ach, ein Totoro. Und das nächste Mal bemalst du den dann? Nice. Ja, wir gucken gerade TCG, ne? Wie ihr sehen könnt. Bei eurem Clip waren wir schon, aber vielleicht kommt ja noch einer. Herzlich willkommen, macht's euch bequem. Und wenn ihr kreative Sachen sehen wollt, ne? Die Cutter macht recht viel in die Richtung in letzter Zeit. Das Schrankkind, ne? Muss ich auch mal promoten hier als gute Mutter. Sieht jetzt, ich wollte jetzt nicht sagen, dass es scheiße aussieht, nur dass ich das bei dem Prozess nicht gedacht hätte. Ja. Ja, schaut doch mal beim Schrankkind vorbei bei Gelegenheit, ne? So, wir gucken mal weiter. Ihh, das ist ja unhygienisch. Ich hab's aus Versehen wirklich angeleckt, ne? Toll, morgen bin ich krank. Oder du hast ein sehr gutes Immunsystem, eins von beiden. Und Akila, Hallöchen, Hallöchen. Ich verkrümel mich, viel Spaß dir noch, Kada. Tschö, tschö. Und Fotomarv, danke schon dir, dass du den zweiten Monat gestartet hast. Dankeschön, Dankeschön. Okay, alle wundervollen Namen. Warte.
Meint ihr, ich werde jemals die Kamera-Commands aktualisieren? Nee, ne? Ich glaube, das Meme bleibt jetzt. Ich gebe ihm Schmatzer. Hab nicht hingeschaut, hab getrunken. Okay, Dan, alles eine wundervolle gut. Nacht. Ich gebe ihm Schmatzer. Dann hat halt meine... Ein ich war was ab. Halt deine Fresse. Sveto. Ich würde sagen, gut synchron, die beiden, ne? Aber, also ganz Twitch Deutschland teilt sich ja auch drei Gehirnzellen, ne? Haben wir schon ein paar Mal festgestellt. Ja, und da kann das schon mal passieren, dass die zwei Gehirnzellen sich synchronisieren, ne? Das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Glitch in der Matrix. Ja. So. Und die Arme, die hatte richtig Schiss. Oh mein Gott, hab ich Gänsehaut gekriegt. Und die Arme, ey. Wir können anfangen, also wir fangen an. Oldies dran. Deine Antwort? Was machen die da? Gras anfassen. Nenne ein bekanntes Spiel von Bethesda. Fallout. Ich, keine Ahnung. Elder Scrolls. Starfield. Gute Wahl, Platz 1. Hä? Wie geil. Das gibt's? Hä? Warte, das muss ich jetzt aber abchecken. Keine Ahnung, das Spiel. Aber gibt's gar... Nee, gibt's nicht, ne? War nur ein Witz. Ach, das waren Chat-Antworten. Das ergibt... Das hätte ja sein können, dass Bethesda irgendwie mal so ein kleines Party-Game oder so rausgebracht hat, ne? Weil anscheinend... Es gibt anscheinend so ein Partyspiel mit dem Namen Keine Ahnung. Aber kein Bethesda-Spiel mit dem Namen Keine Ahnung. Hätte ja sein können, ne? Wer weiß, was der Tots in seiner Freizeit treibt, wenn er gerade nicht dabei ist, Fallout zu zerstören, ne? Wer weiß das schon? Und ein wildes Cage Johnny, Dankeschön für den 7. Monat. Dankeschön, Dankeschön. Herzlich willkommen zurück. Dankeschön, Dankeschön. Das erinnert mich an Volvic, wo die gefragt haben, was ist eure liebste Eisteesorte? Und die Leute, die das geantwortet haben, die haben es halt falsch gelesen und haben Eissorten genannt. Da waren irgendwie die Top-Antwort Schokolade. Hat uns ein paar gute Punkte gebracht, fand ich gut. Und Katschinga, Hallöchen, Hallöchen. Dilator. Straziatella. Der gute Straziatella-Eistee. Ich bin jetzt smart. Ich lade jetzt. Das kann ja nicht nochmal so durch. Nein! Digga, was mache ich da? Wie Brain AFK war ich jetzt. Ach du heilige Scheiße, Mann. Passiert dem Besten. Passiert dem Besten. Keine Sorge. So. Ja. Wer High Voltage Löchen. Thomas Edison oder Nikola Tesla? Der hat wahrscheinlich das Auto, den Tesla erfunden, oder? Weißt du, was ich... Du! Da habe ich jetzt schon abwegigere Theorien gehört. Also, ich wünschte, der hätte das erfunden und nicht dieser andere Heinz da, ne? Ich sag ja nur, naja. Er sammelt Löffel. Der klassische Lost Kitten-Moment, Ladies and Gentlemen. Gedenklöffel? Was sind denn Gedenklöffel? Gedenklöffel? Oh, ein komisches Wort. Wer sagt denn Gedenklöffel? Meine Wohnung. Der Musk hat sich den ja nur eingekauft. Ja, wie so ziemlich alles andere auch, ne? Und trotzdem stellt er sich da als der krasse Creator da. Ich sag ja nur... Gehüllt. Oh mein Gott. Ich konnte es, guck mal. Aber gut, dass wir einen denkkritischen, gebildeten Chat haben, was das angeht, ne? Gibt ja auch genug Fanboys, die da rumlaufen, ne? Da liest man ja immer wieder wilde Takes auf dieser komischen XY-Plattform und so, ne?
meine Wohnung ist in Nebel gehüllt. Morgen ist dein Twitter-X-Account gelöscht. Oh, ich wünschte. Wirklich. Würde mein Leben verbessern. Meine Wohnung ist in Nebel gehüllt. Und dankeschön, dass du Katschinga einen Sub geschenkt hast. Dankeschön, dankeschön, K-Jody. Leute beschweren sich, by the way, dass ich zu oft pausiere und zu oft mir Clips und zu oft Clips neu starte bei den Reactions. Habe ich gelesen bei den Kommentaren bei YouTube. Und dazu habe ich eigentlich nur zu sagen, Brudi, ihr seid nicht meine hauptwichtigen Zuschauer hier im Stream. Meine hauptwichtigen Zuschauer sind Leute wie zum Beispiel ein wildes Car Johnny, der gerade einen Sub geschenkt hat. Und wenn ich für die einen Clip 20 Mal starte, dann ist das so, lebt damit, du kleines Pisskind. Oder guck meinen Content einfach nicht, ne? Tschö! Oh mein Gott, ich konnte es, guck mal, ein Hoch darauf, dass meine Wohnung, ich muss kurz mal hier Durchzug machen. Ein Glück habe ich keine, ein Glück. Alter, was passiert denn da? Was? Okay, ich starte ihn jetzt nochmal. Was? Ist es einfach nur ein leerer Topf und der ist heiß und sie hat vergessen, Wasser reinzumachen oder wie oder was oder hä? Und Alibaba, danke Stief, Alter, 6 Monate im Voraus. Du hast doch einen am Zacken zu sitzen. Und der Winzer, danke Stief, für den 17. Monat. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Die Wohnung ist in Nebel gehüllt. Oh mein Gott. Ich konnte es, guck mal. Ach so, so halb verbrannte Nudeln sind da drin. Ich muss kurz mal hier Durchzug machen. Ich glaube, die sind einfach nur, die haben so lange gekocht, dass kein Wasser mehr übrig war, glaube ich. Aber warum fällt dir denn jetzt erst auf, dass der Topf heiß ist? Oh nee, ich bin so scheiße dumm. Alter, leg doch diesen Topf weg, mein Gott. Das wurde ja immer schlimmer. Oh Gott, ey, Jesus. Ich habe Loki damit gerechnet, dass sie als nächstes irgendwie den Topf auf dem Tisch abstellt und in der Tisch anfängt zu brennen oder so. Jesus, wir haben ja die Feuerwehr rufen beim Gucken. Und Midnight Fox. Heute, ne? MJ Minecraft, danke, dass du Midnight Fox einen Sub geschenkt hast. So. Jetzt so aber richtig rum. Meine Güte. Weißt du was? Ich mach kurz Pipi-Pause, dann geht's weiter. Und hol mir vielleicht noch ein Käffchen. Bis gleich, Leute. Und Thor, vielen lieben Dank für die 10 Gift-Subs. Boah, jetzt bin ich aber gespannt, wie das Tutorial für Growlen gleich funktioniert. Vielleicht kann ich danach ja auch growlen, nachdem ich das Tutorial gesehen habe. Bin schon ganz wuschig hier. Und Skorbut, vielen lieben Dank dir für 33 Monate Skorbut. Ich habe inzwischen schon falsche Zähne, die sind schon alle ausgefallen. Ich weiß gar nicht, was passiert als nächstes, was fällt einem dann aus bei Skorbut? Und Jocker, danke schön, dass du dein Geschenkabo von Canteron verlängert hast. Windrin, Hallöchen aus Brasilien. Nice, machst du da Urlaub?
Und ey, nochmal Dankeschön an Thor für die 10 Gift-Subs. Holy moly, holy moly. Ja. Mann, bin ich doof. Ich wollte gerade auf Play drücken, weil ich dachte, ich habe den Stream pausiert. Keine Sorge, passiert dem Besten. Ich glaube, das hat jeder von uns schon mindestens einmal gemacht. Oder Chat? Ich bin mir sicher, wir alle, wir kennen das. Alter. Und Henny subbt auch 6 Monate im Voraus. Leute, ne? Ich bin so kurz davor, einen Nervenzusammenbruch zu haben, mir einen Camper zu kaufen und mit dem Streamen aufzuhören. Leute, ihr müsst euch dieses Investment überlegen. Und for real, Dankeschön dir für den Prime-Sub und Metallion, Dankeschön für den 14. Monat, Dankeschön, Dankeschön. Hm. Ist gerade billig, ja stimmt, ist gerade reduziert bei September, ne? Ich meine, lohnt sich schon, wenn man sowieso weiß, dass man lange subscriben will, dann lohnt sich eigentlich auch zu kündigen und dann nochmal neu zu subscriben, einfach für den Rabatt. Aber 6 Monate im Voraus ist trotzdem krass. Und ein Nayas, Dankeschön dir für den 34. Monat, Dankeschön, Dankeschön. Und Nev, Dankeschön dir für die 5 Gift-Subs. Wobei Gift-Subs noch nicht verbilligt sind, ne? Also Gift-Subs sind erst letzte Septemberwoche verbilligt. Ich würde sie mir dafür aufheben, ich sag ja nur. Ich sag ja nur. IRL aus dem Camper-Stream? Ne, der hätte ja gar keinen Bock drauf. Könnt ihr euch das Camper-Backseat-Gaming vorstellen? So, ich mach mir noch kurz ein Käffchen und dann geht's weiter, Leute. Der T3 lohnt sich ja noch härter für die Punkte. Ja, wobei, also um die Punkte müsst ihr euch bei mir keine Gedanken machen. Ne? Ab Oktober gibt es dann ja die neuen Splits bei Twitch. Und wie viel hat man dafür gebraucht? 350 Subs oder so? Die haben wir. Wir sind bei irgendwie 600 konstanten Subs. Also darüber müsst ihr euch keine Gedanken machen. Müsst euch jetzt nicht irgendwie sagen, so, oh, ich abonniere lieber T3, damit Marty den besseren Split bekommt. Da sind wir drin. Dafür müsst ihr euer Geld nicht opfern. Und die Fanscard, Dankeschön für die 100 Bits, die 100 zerbrochenen Nerven. Aha. Und Meister Fischkopf, Dankeschön für den 2. Monat. So, das Tutorial für Growlen. Gucken wir mal. Vielleicht lerne ich ja was. Stellt euch vor, ihr kommt von einem langen Tag. Und ich muss es jetzt einfach mal sagen, ne? Weil das habe ich mir die letzten paar Male schon gedacht, wo ich sie in den Clips gesehen habe, die letzten 2-3 Folgen. Was für ein geiles Tattoo das ist. Wie cool dieses Tattoo aussieht. Wie nice das auch gestochen ist und so. Das ist wie die große Schwester von meiner Biene, die Motte. Die sieht richtig nice aus. Ist richtig geil gestochen. Sieht richtig cool aus mit den Fades hier und so. Ist richtig nice. Muss ich mal sagen. Hier auf Creepy Marty Basis. Aber wie growlt man denn jetzt? Stellt euch vor, ihr kommt von einem langen Tag nach Hause und seid einfach genervt. Dann mach ich so... Oh. Aber nee, ich bin ja Streamer, ich bin ja arbeitslos, kann ich mir nicht vorstellen, kann ich nicht relaten, sorry, war's? Bringt dir da mehr Luft rein, so. Okay. Ich habe gerade so einen richtig blöden Stream gehabt mit so einem richtig dummen Chat, der mir richtig auf den Sack gegangen ist, ja? Und dann mache ich den Stream aus und bin voll frustriert und mache so. Aber dennoch ein bisschen mehr Schmackes rein, also. Das klang jetzt eher wie ein paarungsreifer Elch oder so. Aber der brünftige Bär. Okay, aber wie geht's weiter? Der macht dir den Mund auf. Okay, also richtig beschissener Stream gewesen, richtig dumme Takes im Chat gehabt. Und dabei mache ich jetzt den Mund auf. Wie Kaspar das Gespenst oder so. Okay. So far, so good. Mhm. wie irgendwie der Hirschlocker in irgendwie hier Way of the Hunter oder so. Mhm. Und dann macht ihr noch Text rein. Zum Beispiel, I will die. Okay, und dann noch ein Text dazu, ja. Also, Schritt 1, ihr hattet einen richtigen Scheiß-Stream mit richtig dummen Kack-Takes im Chat. Was hat jemand geschrieben? Ja, aber Marty, Frauen haben so viel einfacher auf Twitch. Die haben ja auch Brüste. Du liest das und du reagierst darauf. Dann nächsten Schritt, du machst dabei den Mund auf.
Und dann nächster Schritt. Du machst dazu noch Text wie, was ist denn so ein typischer cringy Metal-Text? Können die Mettler mir gerade mal helfen dabei? Wir haben noch hier einige Mettler im Chat. So ein richtig cringiger Pseudo-Emo-Metal-Text. Was gibt's da so? So richtig klischeebelastet so. Ich höre keinen Heavy Metal, deswegen keine Ahnung. Death to all. Okay. Death to all. Warte, wie kann man das denn machen, wenn man nebenbei redet? Death to all. Okay. Ja, also, ich würde sagen, ich meine, meiner Metal-Karriere steht nichts mehr im Weg. Jemand müsste den Clip nehmen von dem Age-Filter von TikTok und müsste den Soundeffekt von gerade drüber legen, von der gruseligen Oma Marti, weil das beides zusammen, ich glaube, das passt ganz gut. Ja, okay, ich freue mich auf die ganzen Versuche, dann bei der nächsten Folge TCG. Das wird ganz toll. Ja, ich bin mir sicher, ich glänze im Vergleich mit den ganzen anderen Streamern. Ich habe das ganz toll gemacht gerade. okay. Ein brünftiger Bär. Was meinst du? Was ist denn? Was denn? Oh! Ich bin kurz Hose weg. Hat sie da so Arschbacken drin gehabt, oder wie? Tja. Schön schräg. Ansprühen. Gibt sie dem Bären gerade eine Analdusche? Oder was bin ich da gerade sehend? Ach, die Hose war nass. Ach, oh. Aber ich bin schon wieder mit dem nächsten beschäftigt. Was geschieht da genau? Was will ich wissen, was da geschieht? Tja, schön schräg. Ansprühen. Erklärt sie ein Handheld-Bidet oder so? Oder? Ja, der Sound auch. Warte, ich hole das Mikro ein bisschen näher, damit ihr auch den Sound mitnehmt. Nee, ich will eigentlich kein Bidet ASMR hören. Das stand eigentlich nicht auf der To-Do-Liste für mein Leben so. Eigentlich. Alucard, danke schön dir für den 12. Monat. Bei dem Qualitätscontent ja auch, also komplett nachvollziehbar, ne? Herzlich willkommen zurück, toll. Glückwunsch zur goldenen Biene. Ich Habe mir gerade Teddybären-Arschduschen-ASMR angehört. Und ihr alle auch, by the way. Und? Seid ihr stolz drauf, wo ihr so seid im Leben? Wie läuft's sonst so? Geo, dankeschön für den 13. Monat. Dankeschön, dankeschön. Oh mein Gott! Ey, du bist voll hübsch, ich schwör! Hey, ja, Twitch oder was? Ja, genau, Twitch. Oh, wie cool! Also, wenn ich hi. Film darf, dann bist du famous? Hallo! Hi! Oh. Hallo! Es gibt nichts Geileres als die Energy von anderen Drunk Girlies, wenn man nachts unterwegs ist, ne? Das Frauenklo in einem Club ist der most wholesome Ort auf der Welt einfach. Da fliegen die Komplimente, da sind die Girls so, Girl, dein Arsch sieht so gut aus in dem Rock, oh mein Gott, stop it, deine Boobs sehen so nice aus, boah, Girl, kann ich mal anfassen, boah. Besoffene Mädels auf der Clubtoilette. Das ist ein wunderschöner Ort, das ist einfach toll, das sind so eine geilen Vibes, Mann. Ich lieb's. Ey, bist du so berühmt?
Nee. egal, du wirst noch. Du bist so hübsch, du wirst berühmt. Oh. Du wirst neue Reefed. Ich hab keine Ahnung, was Streamer. Die positiven Vibes, Alter. Wie geil. Einfach nur. Einfach Liebe. Einfach Liebe. Das machen die Kerle genauso. Ich hoffe es für euch, dass ihr das macht, weil das ist ein richtig geiler Vibe, Alter. Ich hoffe, wenn ihr es noch nicht so macht, dann fangt damit an auf der Männertoilette. Ist einfach geil. Einfach so sagen, ey, Bro, nicer Dick. Da freuen die sich. Ne? So ein Kompliment kriegen die wahrscheinlich selten. Ne? Einfach raushauen. Wow. Geil, dankeschön. Ja, ich liebe Berlin. Ich liebe dich. Du bist so hübsch. Dankeschön. Oh mein Gott. Danke auch. Ja, aber sagt das ein Mann zu einer Frau, geht er in Handschellen gefühlt? Ja, berechtigt. Sollst du ja auch nicht machen, hast du gut erkannt. Willst Applaus oder was? Warte, wie war das? Wir üben Growlen? Aber Marty, was, wenn die Rollen vertauscht wären? Halt die Fresse! Boah! Und Bruchpilot, Hallöchen. Kinda weird. Oh. Was hat er gerade zu sich genommen? Welche Droge war das? Kinda weird. Nur ein bisschen. Oh, geil. Was ist das? Ich will das auch. Also ich würde jetzt mehr als einen Tropfen würde ich jetzt nicht drauf machen, ne? Maggi mit Vanilleei. Aber. Michael von Ulrichstein, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Du bist definitiv schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, es war ein Wunschkind. Viel Glück. Alter, wieso denn Durchfall? Das ist Maggi. Dann kaputt. Bin ich eigentlich ein schlechter Deutscher, weil ich nicht mal Maggi zu Hause hab? Schon, ne? Gut. Maggi. Dann kaputt. Werde vergesslich. Der gute alte Skyrim-Trick. Und dann klauen, ohne dass man erwischt wird. Schön zu sehen, dass das auch noch geht. Und so, liebe Freunde, fixt man die Asynchronität der Münder in diesem Spiel. Entschuldige, habe gerade gerechnet. Ja, ich habe schon gelesen, der Shuggis, der war auch total begeistert von Starfield. Also der ist auch richtiger Todd Howard-Fan, genauso wie ich. Wir können Todd Howard-Hater-Club können wir öffnen. Da sehe ich uns in der Zukunft, das wird ganz toll. Jetzt, okay. Weiter oben. Warte. Bist du jetzt zu Hause? Hast du abgeschlossen? Ja, meine Tür. Dass du nicht sagen kannst, wenn ich das eine mal probiert habe. Das Spiel hieß Parasocial. Geht es da um einen Influencer, der irgendwie gestalkt wird oder so? Da oben steht's. Kenne ich gar nicht. Dass du nicht sagen kannst, wenn ich das eine mal probiert habe. Seht ihr, wo wir wieder beim Thema sind? Irgendwie wird Mainstream so langsam das Ganze, ne? Gibt schon Videospiele drüber. Schon krass. schon krass. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Das ist schon heftig. So, der Dino hält aber ganz schön provokant seinen Arsch in die Kamera, ne? Ich sag ja nur. Dann ist gleich die gesamte Reihe scheiße. Jetzt habe ich den noch nass gemacht. Der Arme. Ups. Oh, der Arme. Lass deinen Stream immer gerne im Hintergrund laufen. Du bist so eine sympathische und wunderschöne Frau. Ich liebe deine Art so sehr. Bleib bitte weiterhin so, wie du bist. Warum seid ihr immer im Lurk? Und Nudelsuppe. Oh, mein Popo juckt. Entschuldig bitte. Ah, Lamin. Ah, das war das Kompliment. Entschuldigung, ich muss mein Po jucken.
Ich kriege ja bei so Komplimenten immer Würgereiz, aber jeder scheint da anders drauf zu reagieren, ne? Bei ihr kommt es wohl auf der anderen Seite raus dann. Naja, Menschen sind unterschiedlich, ne? Okay, Entschuldigung. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Entschuldigung. Kompliment, oder? Und dann war da eine Oma, die... Ich hab's gleich. Ich kann gleich weiter. Ich muss meine mentale Energie sammeln, damit ich danach dann hier Sonja und so, ne, ich lass dir schmecken. Ja, so wie sie gerade. Sorry. Okay, okay, nur danke, steht für den 13. Wunder nochmal, weil ich das gerade nicht vorgelesen habe. Ich kann mich nicht erinnern. Mein Gehirn ist zerschreddert. Ich bin seit 7 Jahren Twitch-Streamer. Ist nicht gut für eure Synapsen, Mann. Ich brauche noch kurz Pause. Erinnert euch noch ein bisschen dran mit dem schönen Standbild? Okay. Okay. Und dann war da eine Oma, die ist dann von ihrem Fahrrad abgestiegen, meinte, ach, die ist so zuckersüß, kann ich sie streicheln? Da habe ich gesagt, ja, es kann aber sein, dass sie in die Hand reinknabbert, weil sie spielen möchte. Es ist kein böses Knabbern, aber sie hat sehr spitze Zähne. Ach, das ist mir egal. Und dann ist die Frau ohne Hände wieder nach Hause gegangen. Aber es war ihr egal, denn sie war... Ist ja auch der Hundewelpe von Milchbaum. Und dem traue ich schon zu, dass der Leuten die Hände abbeißt. Um ehrlich zu sein, ich wäre enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Weil ist ja der Hund von Milchbaum, weißt du? Das muss ja, wie das Frauchen, so der Hund so, ne? Also, ne? Gnocchi war ja so süß. Oh, hier scheint Gnocchi ist aber auch ein süßer Name für einen Hund. Gnocchi ist aber auch ein süßer Name für einen Hund, muss ich sagen. Das ist aber auch niedlich. Unsichtbar zu sein. Ich glaube, Milchbaum selber hat die Hände abgebissen, wahrscheinlich. Der Hund ist nur Alibi. Und dann einmal Blitzdings gemacht oder so. Gnocchi war ja so süß. Oh, hier scheint jemand unsichtbar zu sein. Was haben wir überhaupt für eine Uhr? Moment. So, ich rück doch gern ein Stückchen zur Seite hier. So kann weitergehen. Scheiße, ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Oh. Das konnte ich nicht innehalten vor Aufregung. Oh. Da bin ich eine Taste daneben gekommen. No! Auch das lassen wir jetzt einmal kurz marinieren und wirken. Meine Kamera ist ein Pixel über dem Rand, das geht so nicht. Ich habe mich sowieso entschieden, dass ich meine Kamera ein bisschen größer machen werde. Weil wegen Klicks und so. Nee, hauptsächlich, weil ich dann die Videos einfacher konvertieren kann zu TikTok-Clips und so. Weil die nämlich gerade ein blöden Format hat dafür. Ein blödes Format. Richtig. Jetzt ist die aber hier auf der rechten Seite noch ein Pixel. Muss richtig, ne? Okay. Okay, kann weitergehen. So. Größerer Bruce. Ja, für die Klicks, natürlich, natürlich. Nein! No! 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 Ach, come on! Diese fucking Taste für die scheiß Granaten! Mein Gott, du Arsch! Ich glaube, die Tastaturbelegung für die Granaten ist nicht ganz so gut. Das kann man so zwischen den Zeilen raushören, wenn man so ein bisschen Empathievermögen hat. Ne? Denn dann kann man das schon spüren, dass er zwischen den Zeilen so ein bisschen andeuten will, dass die Tastenbelegung für die Granaten nicht ganz so gut ist. Really? Käsekuchen als Energy the fuck. Ja, das ist halt auch sehr, das muss dir schmecken, sonst schmeckt es dir nicht.
Wow. Ja! Ja! Also wir haben wieder Clippy-Zitate. Ja! Wir haben es geschafft. Nach sehr deutlichem Feedback der Community sind die Clippy-Zitate wieder drin. Wir haben es geschafft. Geil. Jetzt freue ich mich auf den offiziellen Kalender, wenn er rauskommt. Ich hol mir definitiv einen, Alter. Geil. Mhm. BMI habe ich Asipodi. Heißt es Asipodi oder Adi? Asipoditas. Wenn man asozial übergewichtig ist, geil. Aber auch ein komisches Wort. Und Rudi HL, danke steht für den Prime Sub. Dankeschön, Dankeschön. Also laut BMI habe ich Asipodi. Heißt es Asipodi oder Adi? Asipositas. Mahlzeit! Gucken, ob ich Palium jetzt kriege. BMI war aber auch beschissenes, also beschissenes Messmittel dafür, auch ergibt selten Sinn. Mal gucken, ob ich Palium jetzt kriege. Horror Time mit Yuki Fax. Hä? Das habe ich nicht. Ach, Yuki Fax, ach, ihr Name. Ah. Jacqueline, ess nicht so viele Pommes, sonst kriegst du Asipositas. Ja, genau so. Mal gucken, ob ich Palium-Erz kriege. Horror Time mit Yuki Fax. Schön. Yuki Fuchs, Yuki Fax. Okay. Guter Nickname. Julian, ich glaube, du hast dich verschrieben. Warte, Katja. Warte, wir kriegen das geregelt hier. So. Kann losgehen, ne? Der gute Dr. Freud Merch. Ich habe einen viel stylerischen, viel cooleren Aluhut. So seid ihr geschützt vor Alien. Mit dem guten Dr. Freud Merch, ne? Oder gegen die Chemtrails. Den Reptiloiden. Ja. Oder den UFOs. Oder den Ägyptern. Nämlich, ne, die Ägypter nicht zu verachten, ne? Also die holen auch auf bei der Chemtrail-Statistik, ne? Nicht zu verachten, ja. Sind schlimm, ich hasse sie abgrundtief. Aber Stechmücken stechen nicht, oder? Oder stechen die doch? Weil die Schneider stechen nicht. Ja, die Stechmücken, die stechen nicht. Wir stechen definitiv nicht Trust Me Bro-Mücken. Das sind die immer stechen, ja. Ja. Müssen auch mal wieder Minecraft spielen. Gibt's da bald ein Update Nein. oder so? Ich wollte den Creeper treffen! Ja, würde ich jetzt auch sagen, ne? Und Schini, Hallöchen. Monedos, ich habe auch aufgelöst. Darf ich jetzt bitte gehen? Nein! Danke. Ich war nur noch bis kurz vor 5 wach und habe dann bis 8 gepennt. Alter! Boy, 5 Stunden sind nicht lang genug. F5? 3 Stunden Schlaf für Gamer sind 5 Stunden Schlaf für normale Leute. Das ist so wie mit Hunde- und Katzenjahren. Da muss man so ein bisschen, ne? muss man ein bisschen umrechnen. Ne? Ist so ein Umrechnungsfaktor von ein paar Prozent. Aber das ist hier echt gerade mit Spatzen auf Kanonen schießen. Mit Kanonen auf Spatzen schießen ist das eigentliche Sprichwort wahrscheinlich, ne? Ich kenne das gar nicht. Ist ja auch ein komisches Sprichwort. Aber mit Spatzen auf Kanonen schießen klingt halt auch witzig. Wee, patsch! Sorry, ich hatte da gerade so ein Bild in meinem Kopf, wie die alle an der Kanone zerschellen. Ich weiß auch nicht warum, aber naja. Ne? Mit Kugeln auf Spatzen? Kanonen auf Spatzen schießen? Die armen Spatzen. Das ist so Flatsch. Ich kann auch eine Pistole nehmen. Wie heißt das? Mit Kugeln auf Kanonen schießen. Zara! Ja, oh. Er kommt wieder hoch. Oh mein Gott, der Fisch! What the heck? Ich war ausgenommen. Lol. Karen, schnell.
Oh, warte, ich habe die Kamera gar nicht gesehen. Die ist so farbtechnisch mit dem restlichen Spiel so verblendet. Ich habe gar nicht gesehen, dass da jemand sitzt. Nee, wir sind zu dritt, Banshee. Jetzt sind wir zu zweit. Guck mal, wie eklig das aussieht. Sieht schon widerlich aus, ne? Ich habe doch letztens erst eine Gelenkigkeits-Challenge gemacht. Jetzt kann ich mich so hier hinsetzen, glaube ich. Also, das sieht so falsch aus. Schon ein bisschen räudig. Junge. Warte, kann ich das mit beiden Beinen gleichzeitig? Das wäre die Frage, ne? Dann fliegst du aber richtig auf die Schnauze. Mach's nicht. Oh Gott, ich kann nicht hingucken. Wartet. Oh Gott, du legst es gleich so auf die Schnauze, Mädchen. Ah. Ah. Oh Gott. Das fällt das mir. Das mache ich mit beiden Beinen jetzt nicht nach, aber das kann ich, glaube ich, auch. Lasst mich versuchen. Ich muss ja hier meinen Titel verteidigen, ne? Sieht man gar nicht, oder? Ist mich weiter weg? Aus der Perspektive sieht das aus, als hätte ich so Stummelbeine, weil die Kamera so weit von oben ist. Das sieht aus, als wäre ich so 1,40 groß oder so eine Lilimon. Also hinsetzen tue ich mich jetzt nicht, weil dann lege ich mich wirklich auf die Fresse. Aber ich habe hier nicht genug Platz. Sieht aber mir irgendwie weniger spannend aus, wenn ich das mache, oder? Und ja, sorry, meine Socken sind löchrig. Ich bin ein armer Streamer. Ich kann mir keine neuen Socken leisten. Ist ja klar. Das sind ein paar viele. Bankiers. Ich kann auch andersrum. Das mache ich immer zum Aufwärmen, bevor ich bouldern gehe. Weil Hip-Mobility und so. Und da gucken die Leute auch immer komisch. Ich mache immer so. Warte. Also ich mache, wenn ich mich aufwärme zum Bouldern, dann mache ich immer so Hip-Mobility. Dann mache ich immer erst einmal so, soweit es geht. Und dann mache ich so. Und dann halt so. Dann so wechseln, damit die Gelenke alle schön eingerostet sind. Dann kann man an die Wand. Und dann kann man, wenn man so ein Boulder-Problem klettert und man ist da so an der Wand und man denkt sich so, oh, der tritt da, der gefällt mir nicht, aber oh, der da drüber, der sieht gut aus, dann machst du einfach den. So, und kannst dann höher klettern. Ja, Leute, guck mal, ich kann sonst nichts viel im Leben, muss ich wenigstens gelenkig sein, ne? Wenigstens das. Das fällt mir auf. Das sind ein paar viele. Viele was? Bankies. Bankies? Bänke. Bänke. Bankies? Du hast die Mehrzahl von Bank gesucht und dachtest dir, das heißt Bankies, Cutter. Bankies? Bankieleinchens? Die Risiken der Schrankerziehung, ne? Die Risiken der Schrankerziehung. Meine Güte. Ist ja ekelhaft niedlich. Meine Fresse, Kader, was war denn das gerade? Okay. Guck mal, die hat ihre Kamera voll gut angepasst, dass das zu meiner Kamera passt, ne? Perfekt. Sehr gute Interpretation. Ein Anglerfisch. Geil, schön wörtlich genommen. Wer sind wir, Frank? Der strammelt sich. Habe ich Rudis Prime Sub eigentlich schon vorgelesen? Ich bin mir nicht sicher.
Ich mach's zur Not nochmal, ja. Dankeschön, dankeschön. So, was los? Sprechen wir. So sieht's nämlich aus, genau so. Jemand, der Frank D. Stremmel heißt, klingt auch so, als ob man sich mit ihm nicht anlegen möchte. Nee, wenn Frank D. Stremmel sagt, is over, war ein schöner Abend, dann is over, kein war Wort, ein schöner Abend. Kein Wort mehr. Was für ein Ding? Am Mittwoch hol den Frank. Wer hat welche Stremmeln? Na gut. Leute, das war die aktuelle Folge TCG. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche, wenn wir uns dann die ganzen Growl-Versuche von den ganzen verschiedenen Streamern reinziehen können. Das wird richtig nice, das wird richtig toll. Ja.